Herzlich willkommen heute hier aus dem Suchkeller unter der Wüste Gobi. Wir sind mal wieder im Ultra Comics, zeigen euch die neue Auswahl aus der Aktion Hoher Spielwert. Neben mir schwitzt der Willi. Wie geht's dir, Willi? Mir geht's blendend. Erzähl! Es ist sommerlich, ich mag das, ja. Du nett, nee. Ja. Aber wenn man hier den ganzen Tag in diesem Laden ist, dann gewöhnen wir sich dran. Aber wenn man komplett dehydriert ist, ich meine, da können wir jetzt ein wegen aus dem Nähkästchen plaudern, ja, weil wenn es so mega heiß ist wie jetzt die Tage, dann ist draußen heiß, es ist die andere Stockwerke ist heiß. Bei uns hier im Keller ist ganz angenehm. Ja, aber da ist es nächste Woche bei euch heiß. Wenn es jetzt umschwingt. Und nächsten Monat. Ja, wenn es jetzt umschwingt und draußen so, wenn die sich zu drücken wird, dann drückt es alles hier runter, dann wird es hier unten subtropisch. Ja, aber noch ist es mehr so wüstenmäßig und so Pyramidenkeller unter der Wüste Gobi, weißt schon, ne? Müsste aber eigentlich dann die Treppe dicht machen und nur mit dem Aufzug runter, so, und nur ganz kurz die Tür. Ach, schön. Du hast die neue Selektion vorbereitet. Die steht da, genau. Seht ihr? Die ist auch schon wieder zeitlang bekannt. Richtig, und, ja. Im Verkauf. Und wie gesagt, es sind alles ein wenig kleinere Titel. Es ist Sommer, es ist Reisezeit. Natürlich erscheint nicht so viel, aber trotzdem, also wir können uns nicht klagen über Neuheiten, aber das haben wir schon auch ein bisschen mit in Auswahlkriterien genommen, weil viele Leute eben jetzt im Urlaub sind, auf Wanderschaft, beim Zelten, und da sind Titel dabei, die man dann hervorragend mitnehmen kann. Und auch weniger Gewicht, also so gedankliches, ja. Gewicht, weil wenn das Hirn schmilzt, dann ist auch keinem gedient. Ne? Plant sich nicht mehr so viel. Genau. Okay, dann würde ich doch sagen, beginnen wir doch mal hier. Hier. Bei Nymalia aus dem Hause Pegasus. Ab 8 Jahren, 30 bis 45 Minuten, 2 bis 4 Spieler und kostet 20 Euronen. Was tun wir? Das ist ein Drafting-Legespiel. Also wir haben hier diese Karten, die in 4 Felder unterteilt sind. Da sind gewisse Informationen drauf. Also es kann Landschaft sein, es können Tiere sein. Fluss, Eis, Wüste, alles Mögliche. Und wir haben davon drei auf der Hand, draften eine, geben den Rest weiter, legen die in unsere Auslage. Unsere Auslage ist maximal 5x5 Felder groß, wenn ich mich nicht täusche. Wobei natürlich ein Viertel der Karte als ein Feld zählt. Das Wichtige ist, wenn schon eine Karte liegt und ich eine weitere dazu liege, muss die mindestens ein Feld überdecken. Okay. Ich kann auch die Karte komplett drüber legen, aber mindestens ein Feld muss überdeckt sein. Und die ganze Auslage darf maximal 5x5 Felder sein. Und nach jeder dieser Draft-Runden wird gewertet. Mhm. Und was gewertet wird, wissen wir vor der Partie. Das ist ähnlich wie bei Kartograph oder ähnlichen Spielen, dass vorher festgelegt wird, was wird man gewertet. Da kann man sich drauf einstellen. Und das spielen wir mal eine Anzahl von Runden und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Also ein schönes kleines Drafting-Spiel mit immer wieder neuen Herausforderungen und Zielsetzungen. Okay, nur kurz noch zur Wertung, was gewertet wird. Also es wird, wir haben hier unten so ein paar Beispiele, es wird halt gewertet, welche Landschaftstypen an welcher Stelle liegen oder wie sich der Fluss schlängelt oder so. Also wie viele Tiere da sind, etc. etc. Etwas, worauf man halt hinarbeiten kann, dass man das so entsprechend platzieren kann. Ja. Gut. Von Nymalia übers Platzieren nach Valbara. Valbara, da bin ich jetzt gar nicht so firm, ehrlich gesagt. Das ist, hier geht es um Landschaftskontrolle. Also wir rivalisieren hier mit wikingerartigen Fantasy-Stämmen um Landstriche durch Ausspielen der entsprechenden Charaktere. Da hat jeder im Endeffekt das gleiche Deck, von dem man eine Anzahl Karten zur Verfügung hat und ringt hier, man battelt sich um die Kontrolle der Landschaften. Das ist nur schon so lange her, dass ich da die Regeln gelesen habe. Mega geiles Artwork. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Ja, es schaut scharf aus. Aber schaut richtig gut aus. Also das gefällt mir. Aus dem Hause Studio H. Ja, ist in Deutsch im Asmodee-Gruppe. Okay. Ja. 17 Euro, 2 bis 5 Spieler, 25 Minuten ab 10 Jahren. Dann gehört es euch. Als nächstes, was ganz Kleines, was ganz Feines, weil ich finde nämlich, ich finde es, also so billig wie es ist, ne, aber einfach den Verzicht auf die Plastikfolie außenrum und einfach hier das mit dem Kleber ist eigentlich ganz cool, aber die Dinger kriegt man nicht richtig ab. Das ist ja die Problematik, ja. Choice aus dem Hause Candy, ein ganz neuer Verlag aus Kadelspurig. Genau, das ist ja hier so, also das wird uns noch mehr begleiten die nächste Zeit. Also ich hoffe Candy Games zum einen, ja. Aber auch die Problematik der Versiegelung von Spielmaterial.
weil wir sehen hier bei vielen Titeln noch das Shrink Wrap außenrum, wie man es seit Jahren kennt. Aber viele Verlage gehen jetzt mittlerweile neue Wege und suchen neue Wege, wie man das den Karton verschließen kann. Und diese Babber, wie man jetzt in Franken sagen würde, sind natürlich sehr gebräuchlich. Allerdings sind sie halt nicht rückstandsfrei entfernbar. Das ist zum einen eine Problematik, weil viele Leute hätten halt auch gerne einen intakten Spielekarton. Vielleicht muss man da einfach die Entscheidung treffen. Das ist jetzt halt so, ja, dann, wenn es alle so machen, dann ist es halt so. Aber jetzt beim Kartenspiel ist es relativ wurscht, die liegen im Normalfall aus oder so. Aber wenn ich einen großen Titel habe, der eben nicht mehr das Shrinkwrap außenrum hat, und stelle das Spiel immer wieder ins Regal, ziehe es raus, dann leidet der Karton. Ich meine, da hat das schon auch eine Schutzfunktion. Wir werden sehen, wo der Weg noch hinführt. Das ist ein Thema, das auf jeden Fall den ganzen Markt beschäftigt. Aber jetzt zurück zu Candy Games. Candy Games, völlig neuer Verlag. Richtig. Ja. Aus dem NSV entstanden. Aus den Überresten sagen wir es mal so. Ja. Wir haben alles eingepackt, was da war. Naja, ich meine, Ars Altenburg hat den NSV gekauft. Das ist kein Geheimnis. Und da ist nicht viel übrig geblieben, Nürnberger Spielkartenverlag. Und der ehemalige Geschäftsführer, der Franz Jurte, hat eben seinen neuen Verlag gegründet, Candy Games, hat auch den Reinhard Staube mitgenommen, den Redakteur von NSV. Ich habe kurz mit ihm geschrieben, da hat er mir mal so eine Personalaufstellung gegeben, wen er alles mitgenommen hat. Also genau. Ich glaube, beim NSV sind immer viele. Ja, ich meine, ich glaube, eine Kraft ist noch vom NSV bei Ars Altenburger. Ja, das ist nicht mehr vorhanden, aber die Marke ist natürlich da. Und sind gleich mit drei Titeln gestartet und einer davon haben wir für wert befunden, in die Aktion über Spielwert zu nehmen. Aber wie gesagt, wollen auch gleich erwähnen, es sind noch zwei weitere Titel erschienen und wir drücken die Daumen diesem neuen aufstehenden Verlag, weil wir mit NSV auch immer hervorragend zusammengearbeitet und das wollen wir mit Candy Games jetzt auch machen. The Choice ist ein Roll-and-Ride-Game, ist jetzt ja nichts Neues an sich. Also hier müssen wir Wege erzeugen durch das Würfelergebnis. Und der besondere Twist ist drauf, dass wir beide Seiten spielen müssen. Also es wird erst die eine Seite gespielt, dann wird umgedreht und dann wird die Rückseite gespielt. Ein neues Roll and Ride, da gibt es mittlerweile sehr reichhaltig, aber das ist auf jeden Fall das eins, das einen zweiten Blick wert ist. Genau. Hast du dir die anderen beiden auch schon angeschaut? Jein, überflogen, aber noch nicht näher. Aber Kollegen haben sie alle getestet und haben das als das Beste. Okay. Das nicht heißen soll, dass die anderen schlecht sind natürlich. Ja, aber wir wollen nicht alle Titel reinnehmen. Gut. Haben wir das schon gesagt? Haben wir noch nicht gesagt, glaube ich, oder? 2 bis 4 Spieler, 20 Minuten, ab 8 Jahren, 14 Euro. Kommen wir zu Crime Scene aus dem Hause Piatnik aus Wien? Genau, Piatnik ist jetzt auch eingestiegen in die Welt der Ermittlungsspiele, Escape Games, Krimispiele. Was haben die vorher gemacht, wenn du sagst, ist jetzt auch eingestiegen? Ja, Piatnik. Die gibt es seit 1824. Das sagt jetzt Piatnik allen Ernstes nichts, oder was? Activity ist Piatnik zum Beispiel. Ja, okay. Smart 10 ist Piatnik. Smart 10 ist ein hervorragendes Quizspiel, kann ich dir nur völlig ans Herz legen. Ja, mal das Quizspiel ein bisschen anders anzusehen. Aber wie gesagt, bewegt sich mehr in diesem SB-Bereich, aber auch da ist jetzt eine Annäherung erfolgt. Also auch da werden wir wahrgenommen und gerade mit diesen Crime Scenes, das ist eine Reihe. Crime Scene Game besteht aus 3 Titeln. Leider ist bis jetzt nur London 1892 bei uns eingetroffen, aber die anderen 2 Titel sollen jetzt auch nachkommen. Okay. Witzigerweise ist das der Titel, den ich Test gespielt habe vorher, denn wir haben alle 3 Titel verteilt auf die Republik Test gespielt und er hat uns sehr gut gefallen, hat mal mit ein bisschen neuen Ansatz, weil wir auch ein Bild dabei haben, auf dem ermittelt werden muss und dann kriegt man wieder Teilantworten und muss daraus Schlüsse ziehen. Es sind 3 völlig unterschiedliche Fälle. Der hier, sieht man schon, geht so ein bisschen in die Jack the Ripper Richtung. Hat auch Jack the Ripper meets the Ring. Genau. Okay. Hat auch meinen Mitspielern sehr gut gefallen, die sehr tief in diese Escape Ring verankert sind und die waren jetzt sehnsüchtig auf die anderen 2 Titel, die jetzt hoffentlich auch bald noch bei uns eintreffen. Okay. Aber wenn man da ein Faible dafür hat, für Spiele dieser Art, auf jeden Fall einen näheren Blick wert. Okay. Klingt nach was man sich mal anschauen könnte, weil wir auch so jedes oder sehr viele Systeme einfach mal so durchspielen, um mal zu gucken, wie es ist. Und sind mal auch sehr ehrlich mit ihren Angaben, ne? 1 plus Spieler. Ja, okay. Also nicht 1 bis 6. Ja, weil. Genau. Ab 18 Jahren, weil Jack the Ripper und so, ne? Wir wissen ja, Schlitz, Schlitz. 120 Minuten und das Ganze kostet 23 Euro. Vom Jack the Ripper aus der Crime Scene in den District Noir mit Game Factory. 17 Euro, ab 10 Jahren, 2 Spieler, 15 Minuten. Geiles Artwork wiederum. Ja, da sind wir jetzt im Zweispielerbereich. Hier spielen wir einen Gangster-Boss und wir
Wir rangeln miteinander um die Vorherrschaft in der Stadt. Hat alles so einen Charme von Film Noir, also 30er Jahre, Jerry Cotton war später, aber der Stil halt. Der Stil halt, ja. Schlapphut, Fedora, Gangster, Al Capone, Detektivbüro, Machtkampf, klappernder Ventilator im Eck. Genau, schwarz-weiß, genau. Zwei Spiele. Auch hervorragend für den Urlaubstrip und ist auch schnell erledigt. Aber deswegen trotzdem sehr spielenswert. Okay. Gut. Sind wir eigentlich schon durch, weil den letzten Titel, den zeigen wir euch dann natürlich gleich wieder auf dem Tisch. Noch abschließend zwei Fragen. Wer braucht, oder bei wem lief es noch nicht so? Also eigentlich laufen sie alle schon sehr gut. Also was noch definitiv an den näheren Tipperary würde ich auf jeden Fall, das möchte ich gleich noch vorstellen, soll man sich auf jeden Fall nochmal näher anschauen. Da ich meine, es gibt viele Spiele dieser Art, aber das hat auch wieder ein paar schöne und außerdem hat man sofort die Melodie. Man muss aber auch dazu sagen, also jetzt allein zumal von der, wie du schon sagst, mit Urlaubszeit und von der Größe und vom Preis und von allem und von der benötigten Denkleistung, gut, bei dem vielleicht, jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich braucht man da schon mehr, Schmalz, genau. Aber das ist schon alles so eine Kategorie, wo man halt einfach mal alles so schnell einfach mal das mitnimmt. Ist alles locker gespielt. Deswegen, also auch Tipperary ist jetzt nicht der Mega-Hirnverzwirner, aber also mich hat es auch an ein anderes Spiel erinnert, was relativ vor kurzem erst erschienen ist, mit dem ich es gerne vergleiche, wobei hier nur ein bisschen mehr Zufall drin ist, mit Planet Unknown. Mhm. Also auch ein Plättchenlegespiel, was ich auch hervorragend finde, was ja jetzt halt auch nominiert ist zum Kennerspiel des Jahres. Wir werden es gleich sehen. Okay, gut. Letzte Frage. Welches aus der Auswahl ist das perfekte Spiel für den Eisverkäufer mit Laktose- und Fructoseintoleranz? Also wenn ich als Eisverkäufer Laktose- und Fructoseintoleranz habe, dann fällt mir nur das ein, ja, weil dann denke ich an eine blutige Hand mit einem Messer, ja, weil mich das dann so nerven würde, dass ich Amok laufen würde. Achso, okay. Ich dachte schon, weil du dann deinen Eiswagen anders benutzen würdest. Dann. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir bauen um und dann sehen wir uns gleich. Willi, ich glaube, wir müssen darüber. It's a long way to Tipperary. It's a long way.